So, Hallöchen. Ich würde sagen, direkt let's go. Einfach because we can. So, genau. Wir wollten hier gucken. Brauche ich aber Holz für Leitern bauen. Andererseits, wir haben ganz viel Holz. Vor der Hütte. Aber keine Axt dabei. Komm, wir gucken mal, wie wir Holz wie die Kisten haben. Scheiß Diorite, ey. Ach, wisst ihr was? Hätten wir das auch mal geflickt? So. Holz. Moment hier mal. Was ist denn wieder? Genau. Genau. Und dann let's go. Leitern. Da brauchen wir jetzt mal ganz viel Holz für. Ungefähr so. Das brauchen. Nee. Ach nee, Leiter machen wir nur aus Stöckern, ne? Ja. Der 15 ist vielleicht ein bisschen wenig. Warte mal kurz. Ach komm, ganz ehrlich. Immer her damit. So. Nehmen wir gleich 45. Ja, komm. Kann nicht schaden. Da haben wir noch ein paar Stöcker für Reserve. Let's go. Du wirst ja nie wieder rauskommen, ist ja klar, ne? So, gucken wir mal, wie wir uns da am dümmsten runterbauen. Wo waren das jetzt? Hier, ne? Irgendwo da. So, mache ich erstmal hier Loch auf, damit wir überhaupt mal gucken können, wo am besten hier so, ne? Nee, das war noch nicht weit genug. Bist du noch? Ja, das sieht schon besser aus. Ja, genau. So, das heißt, können wir hier so die Leiter ranbauen. Ja gut, gegen Zuckersand ist natürlich auch relativ geil. Genau deswegen nicht. Das heißt, wir machen hier mal Wolle hin. Spaß. ja, komm, hier einfach ein bisschen Cobblestone, kann nicht schaden. So. Wunderbärchen. Dann können wir eigentlich hier direkt wieder zumachen. Nicht, dass wir später hier reinfallen. So. Obwohl, durch die Leiter können wir ja nicht reinfallen, ne? Ist ja. Aua, das war ja super intelligent, Ronny. Einmal nachdenken, hier, wisst ihr? Ein einziges Mal nachdenken. So. Können wir hier. Ja, können wir. Okay, let's go. Moment mal, das ist Knochen! Das ist ein fucking Fossil! So viel zu meiner Minentheorie. Die scheint ganz schön vermint. Ja, gut, dann krass, Alter. Landwirtschaft, ich komme. Ne, weil das ist ja nichts anderes als ganz viele Knochen mit einmal. Oder sind das überhaupt Knochen? Ja, Knochenblock. Daraus kriegen wir ganz viel Bone Meal. Alter, wie geil, bitte.
jetzt raus, ist schon wieder dunkel. Ernsthaft? Ja, wird draußen wieder dunkel. Also ich versuche hier nur jetzt mal ein bisschen hier noch frei zu buddeln, damit wir hier in Zukunft wissen, was uns hier noch erwartet. Das Tor. So, müssen wir erstmal wieder hier, ja, irgendwie hochkommen. Nee, doch, genau. So, na dann, ab nach oben. Ja, Ronny, das war ja super intelligent. Da opferst du dich im wahrsten Sinne des Wortes für einen Stein. Das ist ja. Wir haben auch wir haben noch was zu essen dabei. Gut, dann bleiben wir mal hier auf der Leiter, weil hier kann uns kein Monster was anhaben. Außer vielleicht ein Skelett, wenn es da hinten spawnt. Ja, guck mal. Wir können fressen, wie wir wollen. Wir kriegen keine Vergiftung irgendwie. 80% Wahrscheinlichkeit einer Lebensmittelvergiftung. Aber irgendwie, dass wir dadurch was abgesunken bekommen, gar nicht. Gibt's doch ja nicht. Ich sag mal so, YOLO. Ah, guck mal, da ist ein Skelett. Na gut, jetzt die Monster hier umbringen, bringt auch nichts. Die spawnen immer wieder. Von daher. Rennen wir einfach nach Hause und dann schlafen wir mal eine Nacht drüber. Ne? Überlegen wir mal, was wir eigentlich hier falsch gemacht haben im Leben. Warum wir das verdient haben. Sie schlafen. Echt? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Okay, let's go. So, wie sieht es eigentlich hier mittlerweile aus? Haben die hier irgendwas gemacht? Nee, ne? Genau, die waren aus. Die ganze Zeit über. Schade eigentlich. Wir kommen. Wir machen mal hier. Let's go. Boah, 27 Kartoffeln. Die Kartoffeln kann man ja, glaube ich, auch backen, ne? Nein, nicht essen. Du hast sie hin. Du Vollfuss. Ja, das ist natürlich immer das Problem, weswegen ich persönlich immer, bevor ich Sachen einpflanze, die man essen kann, mir gerne den Magen voll schlage. Weil, sobald du den Magen voll hast, kannst du den ja nicht mehr aus Versehen essen. Von daher habe ich gerade nicht dran gedacht. Naja. Hab halt schon lange kein Mytest mehr gespielt. Man möge mir bitte verzeihen. Was denn du hier? Das ist meine Gegend hier, ja? Alter, ganz viel Bone Meal. Das wird ein Spaß in Zukunft. Da kann alles weg hier. So, wir brauchen neue Spitzhacken. Da haben wir ja jetzt ganz schön viel verbraucht. Das heißt, wir nehmen gleich mal ein bisschen Gestein mit. Ich dachte schon, jetzt schon irgendwie böse auf mich oder sowas. Noch nie war mir eine Lebensmittelvergiftung so egal. Ja, die Sachen können wir eigentlich gleich ablegen. So, wir brauchen Wups und Wups und Wups und Wups. Schwert haben wir noch, aber ich baue mir mal sicherheitshalber gleich ein neues. Weil das schon ganz schön lidiert ist und spätestens wenn wir auf Spinnennetze treffen, das Abbauen von denen verbraucht ja auch ganz schön. Und ich mache mir mal doch noch ein paar Leitern, weil wir haben nur noch 18 und so tief wie es dann runter geht, kommt mir das fast ein bisschen wenig vor. Holz. Danke. Das heißt, wir machen mal noch mal hier so. Ja, genau, doch reicht. Sollte reichen. So. Das sollte auch reichen. Dann machen wir das noch dahin und dann
Irgendwie so, keine Ahnung. Bam und ja, so sollte es aber wirklich reichen. Wohl so tief kann es ja gar nicht mehr runtergehen. Schließlich ist ja beim Mine-Klon, also bei Minecraft, bei minus 5, minus 64 ist ja Feierabend. Das heißt, ja, so tief kann es gar nicht mehr runtergehen. Jetzt haben wir noch ein paar Stecker übrig. Machen wir hier noch. Ach komm, leck mich. So. Passt. So, machen wir noch ein bisschen Inventar leer. Let's go. Tja, weißt du, manche Leute, die kämpfen und trainieren den ganzen Tag, um stärker zu werden, um Experience zu sammeln. Und wir laufen einfach nur und... Was macht der denn da? Der glitzert. Glow Ink. Da hat er schon das Weiße sind Spermien. Spaß. Wisst ihr, und wir brauchen, um Experience zu sammeln, bloß unsere Berge ablaufen, weil die ganzen Tiere da alle Selbstmord begehen und da uns ihre Experience quasi in den Hals werfen. Einfach so gratis. So, machen wir eine Leiter hier. Packe ich mal direkt daneben. So ungefähr. Der ist auch relativ dämlich, machen wir so hier. So. So. Und so. Frage ist. Ich mach mal hier Licht. Oh. Oha. Deswegen kommt von da keine Monster, hab ich schon gewundert. Dass es da so fällt, dass es ein bisschen ruhig ist. Oh, sag ich doch, da ist Lava auf dem Niveau. Okay, das heißt, wir kamen uns mal doch ein bisschen runter noch. Gold. Gut. Wofür auch immer man Gold brauchen könnte, ich habe keine Ahnung. Können wir es überhaupt abbauen? Also so wie es aussieht nicht. Ich lasse es mal dran. So. So. Kann sein, dass das jetzt hier gerade an die Lava dran vorbeigraben. Ja, scheint so. Tja, eigentlich habe ich noch ein paar Lettern gebaut, weil wir scheinen uns hier gerade wirklich komplett bis auf Grund. Ja. Ach nee, was ist das denn? Schon wieder ein neues Material. Cobble-Deeps. Bro, mal Google Translate. Was ist das? Google Translate. Wir brauchen Englisch ins Deutsche. So. Deep ist deep, ja. Und Slate ist deine Mutter. Tiefschiefer. Keine Ahnung, was das ist, aber ja. Dachte erst, ist hier irgendwie so Kohle oder sowas. Aber offensichtlich wohl nicht. Geht aber doch noch ein ganzes Stück runter. Was ist das denn?
Ach so, einfach nur Tiefenschiefer mit Kupfer. Okay, ja, lass ich. Ich bin krass verwirrt. Müssen wir nicht mittlerweile schon längst auf Bedrock-Niveau sein? Ja, sag ich doch. Ja, Bedrock-Niveau. Das war's. Hier ist Feierabend. Hier ist Ground Zero. Ja, gut. Das hätten wir dann auch. Ja, können wir auch nicht abbauen. Brauchen wir auch Eisen für. So viele Sachen, wofür man Eisen braucht. So, jetzt mal gucken, in welche Richtung. Lava müsste in die Richtung gewesen sein, oder? Die Frage ist halt nur, auf welcher Höhe. Ja, ganz schön tief. Ja, wir kommen uns einfach mal so ab und zu in die Richtung und dann werden wir sehen, wann Lava kommt, ne? Hier zum Beispiel, hier ist gerade Kohle. Kohle brauchen wir sowieso. Da sehe ich auch Eisen. Sehr schön. Oh, siehst du, passt doch hier. Oh. Natürlich bin ich gerade irgendwo hängen geblieben. Ich wüsste zwar gerne wo, aber auch egal. So, können wir gleich ein bisschen ausleuchten. Damit wir nicht noch mehr überrascht werden hier. Oh, Eisen. Ich habe Eisen gefunden. Oh. Was? Seit explodieren die Dinger? Oder war da gerade ein Creeper in der Nähe? Man muss ja. Weil Endermänner explodieren noch nicht, oder? Das wäre mir neu. Der Leute hat sich ja jetzt auch die ganze Zeit so rot, ne? Naja. Naja. Das heißt, das Rotleuchten scheint wirklich ein Bug zu sein, dass die irgendwann mal Schaden bekommen und aus diesem Paint-State nicht mehr rausgehen. Jetzt leuchtet der da die ganze Zeit vor sich hin. Ah, nee, jetzt geht's aber falsch. Ich muss runter. Ah! Ja, klar. Sterben macht Spaß. Wir haben auch noch mal für Kohle. So, hier sollte es ja so hell sein, dass hier nichts spawnt, oder? Bin ich da schon wieder zu naiv? Ich bin ja gerne ein bisschen naiv, ne? Manche Leute sagen, es liegt an meiner Naivität, aber bei solchen Leuten muss ich sagen, die sind ganz schön naiv. So schön viel Kohle. Ja, und hier ist natürlich richtig schön Lava. Ja, und da endet die Lava auch schon. Deswegen, da haben wir es also wirklich an die Lava dran vorbeigegraben. Ist ja auch nett. Gut, da können wir mal gucken. Aber kurz, in welcher Flucht geht meine Leiter? In der Flucht. So, in der Flucht hier. Das heißt, ich greife mal hier aufs Lava-Niveau. Vor allem mal gucken, ob die Lava hier auch unter uns ist. Nee, ist sie scheinbar nicht. Das heißt, ich kann mich hier genau in der Flucht auf Lava-Niveau runtergraben und dann zur Leiter hingraben. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja, Lava geht ein ganzes Stück runter, scheinbar. So, da kann ich nämlich jetzt die anderen Dinger hier nämlich zugraben, hier zubauen, damit uns hier keine Creeper oder so überraschen.
So, so, so und oder ist noch, da war noch Eisen. Eisen! Du willst Krieg, ja? Kannst du haben hier! Her damit! Oh, hier ist noch mehr Eisen. Oh, guckt euch das ganze Eisen an hier. Hm. Das schlägt ja mein Eisenherz. Cool, haben wir auch noch ein bisschen. Sehr cool. Ja, also cool haben wir jetzt mittlerweile echt wieder mehr als genug, würde ich mal sagen. Also, zumindest für die nächste Zeit, sage ich jetzt mal. Ist jetzt nicht, dass es jetzt so knapp wäre. Was ist denn da hinten? Da ist noch mehr Lava, ne? Kann ich hier runter, ohne zu sterben? Wahrscheinlich nicht. Hier ist auch noch Kohle. Und Eisen. Immer schön fluchtig hier frei halten, dass falls da von da oben ein Creeper runtergedudelt bekommt, wobei ein Creeper sehen wir eh erst zu spät. Danke, dass du mir mitten im Gesicht rum. Ist aber Feierabend hier, aus. Ich wollte dich am Leben lassen, aber wenn du mir so im Gesicht rum tanzt, dann ist irgendwann mal Feierabend hier, ne? Ich stand direkt auf der Eisen. Wie wäre das mit Fluchtweg frei halten? Und jetzt trabe ich mich hier komplett ein. Ronny, you are a genius. Alter, wenn es von oben Creeper kommt, dann sind wir dezent gefickt. Machen wir hier ein bisschen Licht, so ungefähr. So, wir kommen jetzt hier wieder raus. Da zum Beispiel. Okay. Let's go. Sehr gut. Okay, guck mal, da hinten ist auch noch Lava. Wir haben ja also gleich zwei Lavakammern. Da kann man mal sehen. Okay. Ach ja. Da war er wieder, der Komiker. Ach, dachte schon, der fällt jetzt da runter. Ich dachte schon, der fällt jetzt runter. Na komm, baue ich dich halt auch mit ab. Na super. So, ich baue mich am besten hier lang. Oh, und wird direkt wieder mit Eisen belohnt. Das ist aber eine schöne Belohnung. So, graben wir uns hier auf dem Niveau lang. Dann haben wir alles schön hier auf einem Level. Get on my level, bitch. So, genau, hier kommt nämlich auch wieder die Lava. Oh, die Lava hier ist tiefer. Also jetzt nicht die tiefer von hier Final Fantasy, sondern tiefer im Sinne von. Was machen die ganze Zeit hier? Im Sinne von, ne? Ist das schon? Ach nee, hier ist auch eins tiefer. Ich bin doch gar nicht auf dem entsprechenden Niveau. Oh, ja. Und ich weiß auch warum. Guck mal, da ist aber Stein. Das heißt, wenn ich mich da lang buddel, dann kann das was werden. Okay. Ja, das ist natürlich sehr. Oha. Was zur ist gerade. Gut, mal gucken, ob ich mich hier irgendwo dran vorbeikramen kann. Ja, das sieht gut aus. Alter, überall ist jetzt dieser Kack Redstone. Kann der mal weggehen? Damit kannst du gar nicht arbeiten hier. Also ohne Stahlwerkzeuge zumindest. Ugh. Ach, lass mich raten. Diese beiden Kammern sind doch, ist doch eine große Kammer. Das ist jetzt natürlich die Zentrale. Wobei, nee, da muss ich mich ja trotzdem dran vorbeikramen können.
Dann müsste ich ja eigentlich genau bei der Leiter wieder raus. Also bei der Treppe, die wir noch oben da haben, rauskommen. Oder auch nicht. Wie viele Spitzhacken habe ich noch? Eine. Okay, noch zwei. Gut, das heißt, wir haben noch relativ, oha. Alter, ich kann hier graben, wo ich hier nicht möchte. Ich bin hier nur noch von, ich bin hier nur noch von Lava umgeben. Ich bin ja nur noch von Idioten umgeben. Idioten, sag ich dir, Idioten. Das ist natürlich, problematisch, dezent. Ach du Scheiße. Okay, komm. Ich komme hier nach oben. Ist natürlich hier auch jetzt relativ risikoreich, hier hochzuspringen. Deswegen baue ich mal noch eins nach oben. Jetzt kann ich hier raufspringen. Voilà. Und jetzt bin ich weg. Ja, kein Bock mehr. Das ist mir einfach nur nochmal zu kritisch. So, dann baue ich mich nämlich lieber von der Seite ran. Mal gucken, ob ich da jetzt da irgendwo. Ja, guck mal. Hier bin ich jetzt genau bei der Stelle, wo ich da gerade rausgekram. Nee, ist das gar nicht. Ach doch, guck mal, da. Da waren wir gerade. Ja, ist ja geil. Die Frage ist, ob wir diese beiden miteinander verbinden können. Also ob die beiden miteinander verbunden sind, die beiden Inseln. Oh, das war die nächste Spitzhacke. Aber ich meine, die müssen ja, die können ja nicht ewig groß sein, die Dinger hier. Das heißt, irgendwo, siehst du, da bin ich schon am Ende. Ah, ne, oder auch noch nicht. Ah, mal gucken. Da muss doch hier gleich ein Übergang sein, oder? Ah, noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Ja, Übergang gefunden. So. Sehr schön. Jetzt sind wir hier auf der anderen Insel. Geilomato. Ja, läuft doch. So, jetzt haben wir Übergang. Dann machen wir hier noch die weg, damit wir hier ein bisschen besser rüber rumlaufen können. Denn zu Lava sollte man immer einen gewissen Sicherheitsabstand halten. Außer man ist heiß auf Lava. Dann brauchen wir das nicht, aber... Oh ja, draußen ist dunkel, das heißt, wir bleiben erstmal hier im Tunnel. Weil draußen laufen jetzt eh so viele Monster rum. Hä? Tropft die Lava von der Decke? Ja, tatsächlich. Das ist ja interessant. Super, das heißt, wir haben hier von oben und von unten Lava. Wow, we are fucked. Okay, das macht das Ganze doch etwas gefährlicher, als ich dachte. Ich glaube, wir nehmen einfach die Beine in die Hand und rennen. Das wäre doch das Sinnvollste. So, meines Erachtens nach. Oder? Bauen wir das Ding jetzt hier einfach ab, ja, ne? Dort steht er so schön im Weg rum. Ne, lassen wir. Ist mir zu... Ja, guck mal hier. Die Frage ist, kann natürlich auch sein, dass das nur ein einziger Klotz ist. Ja, scheint fast so, ne? Okay, ich sollte mal die Spitzhacke auf den Slot packen, dicht daneben, damit wir denn, wenn wir jetzt hier irgendwas aufmachen... Ja, ist bloß ein einziger Slot hier oben. Da ist gar kein Teich. Okay, das heißt, ich müsste jetzt ein bisschen Sicherheitsabstand hier wahren. So, so und so. Und jetzt baue ich so und bups, und jetzt müsste die Lava weg sein. Ja, perfekt. Okay. War also kein Teich, sondern wirklich nur ein einziger Block mit Lava. Sehr gut. Dachte schon. Ist es draußen wieder hell langsam oder ist das... Nee.
That's a good question. So die Frage ist, was bringt uns jetzt die Lava hier eigentlich? Ich meine, wenn wir jetzt noch einmal Wasser hätten, könnten wir jetzt ganz viel Obsidian machen, aber müssen wir sowieso erstmal abbauen können, ne? Und mit Steinwerkzeugen Obsidian abbauen, wird ein bisschen schwer. Ich glaube mal, wir bleiben erstmal hier unten, so ungefähr. Und dann machen wir mal hier voll eine Pause an der Stelle. Wie viele Folgen habe ich eigentlich schon? Beenden. Mein Test. Gut, so. Kannst du mal hier weg? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Folgen mein Test. Mein Klon. Und die 5 Folgen brauchen 20 GB. Das ist doch schon mal eine Ansage. Sag ich mal. Holy moly. Holy moly. Ja, weiß ich nicht. Machen wir denn noch ein paar Folgen? Ist jetzt 11. Kriege ich noch ein paar Folgen hin? Wahrscheinlich ja. Ja, doch, sollte machbar sein. Ja, okay, das heißt, man sieht sich dann zur nächsten Folge wieder. Genau. Jetzt müsste man meine Bilder aktualisieren. Weil das Bild hier, was ich jetzt als Endscreen habe, ist natürlich mittlerweile bei 4K. Sieht man schon, dass das Bild relativ gut hochskaliert ist. bei meinem Startscreen, das Bild ist in 4K, soweit ich weiß. Kann ich irgendwie die Eigenschaften ansehen? Eigenschaften. Ne, man sieht leider in OBS nicht die Eigenschaften. Aber ja, man sieht ja bei dem Bild hier, dass es relativ verpixelt ist. Da muss ich mal gucken, ob ich das entweder mit der KI abskaliere oder mein anderes Bild suche. Andererseits, ich meine, auch verpixelt sieht das Bild immer noch schön aus. Von daher, ich lasse es einfach. Ja. Okay, von daher würde ich mal sagen, bis dann, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss.